Wie sollen wir die Fee machen? Ja. Oh ja. Hallo, kleine Fee. Alter. Das war nur dezent, Hill. Die Heiler sind alle hell. Ich bin dir äußerst dankbar, dass du mir die Magnete gebracht hast. Aber selbst mit funktionstüchtigem Kompass kann ich nun nicht wieder in See stechen. Jetzt wurde mir zu allem Überfluss nämlich auch noch mein Köder entwendet. Ich hatte mir gerade neue Messingköder besorgt und war auf dem Rückweg zum Bazar, als ich nordöstlich von hier in den Hinterhalt einer Goblinbande geriet. Die Burschen haben mir all meinen Köder abgenommen. Mehrere Dutzend waren es, dass ich mit meinen letzten Ersparnissen erworben hatte. Um mein Glück auf See noch einmal zu versuchen. Ich bin bloß ein einfacher Fischer und nicht in den Künsten des Kampfes bewandert. Aber für dich, große Abenteurerin, sind diese Räuber doch sicher ein leichter Fang. Schließlich hast du auch mit den Erdhexagonen einen kurzen Prozess gemacht. Wenn ich wenigstens zwei meiner Köder zurückerhalten würde, wäre ich jetzt schon zufrieden. Bitte, du musst mir helfen. Wenn nicht für mich, dann tu es für Daniel. Das tue ich. Ich glaube, es sollten nicht mehr viele Quests sein hier, ne? Und glaube ich, die letzten. Autsch, mein Fuß. Mann, tut das weh. Der Trottel hat seinen Schokobo-Führerschein vor dem Goldsourcer gewonnen. Ah, du bist. Schönen Dank für die Hilfe neulich. Kannst du eigentlich direkt wieder nützlich machen. Bin von einem durchgehenden Schokobo angefallen worden, als ich gerade Ware aus Ulda zum Silberbazar transportierte. Das Drecksvieh hat es aber dabei nicht belassen, nur mein Hab und Gut in alle Himmelsrichtungen zu verstreuen, sondern mir netterweise auch noch eine Fußmassage verpasst. Och, das ist so nett. Mit seiner Schnabelspitze. Okay, ja gut, das könnte wehtun. Jetzt kann ich mich jedenfalls nur noch humpelnd fortbewegen. Ans Aufsammeln meines Krempels ist ja nicht zu denken. Klingt also ganz nach einem Job für dich, findest du nicht? Drei Päckchen warten vor den Toren des Bazars auf einen ehrlichen Finder. Das Schildi. So. Das hole ich mir gleich. Geh kurz zu den Goblins. Ich hoffe, ich hab's gleich. Wie lange dauert's nicht mehr, Kitty? Bin bald so weit. Also das Level habe ich schon mal. Einmal für eine normale Inni und danach kann ich Stufensteigerung endlich machen. So. Nur die armen Goblins, ey. Werden halt einfach massakriert. Go, Shady. Go, Shady. Alter. Die armen Viecher, ey. Die haben nicht mal ansatzweise eine Chance. Schon bitter. So, hier sind die Päckchen. Eins. Zwei. Drei. So, und dann wahrscheinlich noch eine Quest mindestens. Ah, meine Päckchen. Na endlich. Das wurde aber auch Zeit. Also so lange habe ich nun nicht gebraucht. Es sieht vielleicht nicht so aus, aber all diese Kleidungsstücke stammen direkt von Haute Couture Sonnenseide. Menge Exemplare, mit denen diese Schnöse aus Ulda nicht mal ihre gepuderten Näschen schnäuzen würden. Auf dem Silberbazar kann ich sie noch zu Gil machen. Die armen Schlucker hier stören sich nicht an eine Laufmasche oder einem Loch im feinen Zwirn. Denen reicht es voll und ganz, wenn das Sonnenseide-Etikett an ihrem Fummel haftet. Früher, als hier noch lebhaft Tande betrieben wurde, hätte kein Hahn nach dem Zeug gekräht. Aber jetzt sind die Bewohner des Silberbazars heilfroh, wenn sie ihren gekränkten Stolz etwas löcheriger Seide streicheln dürfen. Erbärmlich, wenn du mich fragst. Alle hier klammern sich verbissen an die glorreichen alten Zeiten, vergessen darüber, etwas im Hier und Jetzt zu bewegen. Wir können die deswegen ge gesammelt den Buckel runterrutschen. Von mir aus dürfen die Jungs mit ihrer Dampframmen den ganzen Bazar einstampfen. Ist doch wahr. Hey, der hat keine Quest mehr, das ist sehr gut.
benötige zwei Messingköder, um wieder Fischfang betreiben zu können. Mein Sohn bläst immer noch Trübsal. Ich flehe dich an. Du musst uns helfen. Bei Limlin, du hast es tatsächlich geschafft. Ich hatte meine Köder längst aufgegeben. Doch sieh sie dir an. Völlig verbogen und zerstört. Die lassen sich nicht mal mehr reparieren, höchstens noch einschmelzen. Vielleicht ist dies ein Zeichen des großen Neid. Vielleicht soll der reparierte Kompass mich ja nicht zurück aufs Meer führen, sondern mir den Weg zu neuen Ufern weisen. Bin hier geboren und hänge am Silberbazar. Doch wer weiß, wenn ich meinen Grundbesitz an die Spekulanten veräußere, brächte das sicherlich ein stattliches Sümmchen. Genug, um mir und meinem Sohn einen Neuanfang in irgendeiner anderen Stadt zu erlauben. Sollte man meinen. Wäre dies der Ausweg aus meiner Misere? Weiß man's? Okay, sie hat, glaube ich, den letzten Auftrag jetzt. Alles klar, Kitty. Wie gesagt, sie macht den Auftrag noch fertig und dann bin ich soweit. Dann wird es wahrscheinlich einmal leider Gottes das Tascha, weil was anderes geht noch nicht, und danach einmal Stufensteigerung. Dann sollte ich fast soweit sein, dass ich morgen oder vielleicht nachher sogar noch, nach den Indies, vielleicht sogar eine Story machen kann. Ich glaube, ich brauche hier 36 oder 37. Ah, du kommst gerade richtig. Der Silberbazar ist in großer Gefahr. Die Grundstücksspekulanten werden immer dreister. Hier ging ja fix. Ja, ich habe einfach Bestiarium gemacht mit Shady. Ich kann Healer-Hacker machen. Ja, kannst du gerne machen. Kitty ist Tank, meine ich. Gehe ich mal von aus, denke ich. Behaupte ich jetzt einfach mal. Wenn nicht, dann darf mich Kitty hauen. Gut, ich, ja, logisch, die Idee, ne? Gerade ist, ne? Gerade ist DD-Time. Achso, das hatte ich. Mit Gewalt schüchtern sie die Bewohner des Bazars ein und nötigen sie mit gefälschten Verträgen dazu, ihre Landstücke für ein paar mickrige Gilde zu verschleudern. Nicht mehr lange und sie haben hier alles aufgekauft. Dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie mit ihren Dampframmen und Abrissgeräten anrücken. Dann müsste es nicht mal eine Minute dauern. Ja, das geht dann fix. Werte Kikipu, dies ist mein letztes Angebot. Ich rate dir dringend, dringendst es anzunehmen. Andernfalls... Ach, der. Ich erinnere mich. Du schon wieder. Ich habe dir schon tausendmal gesagt, dass du bei mir mit deinen Einschüchterungsmethoden keinen Erfolg haben wirst. Silberbar ist meine Heimat und die werde ich wieder Widerlingen wie dir ganz bestimmt nicht überlassen. Dümmsten Hennen glucken am lautesten. Ich handle auf Anordnung von oberster Stelle. Die Sanierung ist längst beschlossene Sache. Wir werden diese dreckige Siedlung mit dem Erdboden gleich machen und sie in ein modernes, sauberes Wohngebiet verwandeln. Sie ist schon viel zu lange ein Schandfleck in Tanalan und vollkommen wertlos obendrein. Wertlos? Was fällt dir ein? Sicher, zum Einkaufen kommt niemand hierher. Als Handelsplatz hat der Silberbazar schon lange keine Bedeutung mehr. Aber das heißt nicht, dass er uns nichts bedeutet. Es steckt voller Erinnerung an die schönen Dinge, die hier passiert sind. Und diese Erinnerungen leben auch weiterhin in uns fort. Wie wir nach langer Suche endlich auf eine Wasserader stießen und an ihrer Stelle den Brunnen errichteten. Wie wir fröhliche Feste feierten, bei denen alle Hand in Hand arbeiteten. Der Silberbazar mag seinen einzigen Glanz verloren haben, aber das macht ihn höchstens für Heuschrecken wie dich wertlos. Unsere Heimat lassen wir uns nicht nehmen. Für kein Geld der Welt. Ha, ich wollte dir wenigstens ein bisschen Stolz lassen. Aber wenn du es so willst, der Verkauf ist längst beschlossene Sache. Während ich hier meine Zeit mit dir verschwende, wären meine Männer so frei, schon einmal Pfändungsmarken an den Gebäuden anzubringen. Die Jungs vom Abrissunternehmen sind bereits auf dem Weg hierher. Ich werde sie am Eingang des Bazars erwarten. Komm bloß nicht auf die Idee, in der Zwischenzeit die Pfändungsmarken zu entfernen. Meine Männer würden das gar nicht gut heißen. Der unverfrorene, toll dreiste, respektlos, betrügerische Halsabschneider. Daria, ich flehe dich an. Du kannst diesen Widerlingen nicht durchgehen lassen. Du bist die Einzige hier, die ihm und seinen Handlanger Paroli bieten kann. Natürlich. Kitty! Kitty sitzt auf dem Brunnen. Okay. Naja. Braucht man kein Katzenstreu mehr für die dicke Katze. Kann sie einfach reinstrullern. Jo. Aber das ist tatsächlich die letzte Quest hiervon. Von dem Gebiet hier unten.
Danach haben wir's. Schön. Es ist schön, wenn man so einen kleinen Fortschritt hat. Ich hab ja auch ein bisschen Hilfe. Hallo, kleiner Handlanger. Jetzt. Und zack, tot. So, und das letzte. Das hat ihr schon nachgeguckt, ja. Er so. What the? Was ist denn hier los? Ah, okay. Dann sterbe ich halt. Jetzt auf Aurora. Da vorne muss ich hin. Whee! Jump Cat, jump. Ich bin Jumping Cat. Hallo, Kenrick. Hehe, die Jungs mit der Abrissbirne sollten jeden Moment da sein. Bald steht hier kein Stein mehr auf dem anderen. Wir werden aus dieser verlotterten Zeltstadt ein modernes Residenzgebiet machen. Mit allem Komfort, den sich ein betuchter Eosier nur wünschen kann. Mhm. Du siehst doch, ich habe zu tun. Verschwinde mit deinen schmierigen Flugblä... Nanu, das sind doch die Fernungsmarken, die meine Bediensteten an den Gebäuden angebracht hatten. Sag nicht, du hast... die hast du alle... Verdammt, ich hätte es besser wissen und nicht auf die Söldner aus dem Sünderangebotskatalog zugreifen sollen. Na warte, das nächste Mal fahre ich schwerere Geschütze auf. Und tschüss. Bye, bye. Puh, das ist gerade nochmal gut gegangen. Die schweren Geschütze, von denen Kendrick sprach, machen mir allerdings große Sorgen. Jedenfalls vielen Dank für deine Hilfe. Entschuldige, aber es kommt nicht oft vor, dass jemand so nett zu uns ist. Du machst mich ganz verlegen. Dein beherzter Einsatz hat mir neuen Mut gegeben. Dies sollte erst der Anfang unserer Revolution gewesen sein. Aber jetzt schlagen wir mit harten Bandagen zurück. Und dabei kannst du auf uns zählen, Kikipo. Ach, die beiden. Wo kommt ihr denn alle her? Die standen die ganze Zeit hinter dir am Brunnen? Kendrick Seltan war ja nicht zu überhören. Das hat jeder hier im Weiler mitbekommen. Danke für dein Eingreifen. Der Typ hatte das Fass schon lange zum Überlaufen gebracht. So ärmlich die Verhältnisse auf seinen Bögen. Wir hängen am Silberbazar. Naja, das würde ich nicht unterschreiben, aber der Kerl ist trotzdem zu weit gegangen. Der Silberbazar bedeutet mir zwar eigentlich nichts, aber das gibt diesem Großkotz nicht das Recht, sich hier auf unsere Kosten zu bereichern. Der soll sich hier ruhig nochmal blicken lassen. Dann kriegt er es mit Fafafono zu tun. Ich danke euch und auch dir, Aldaria. Du hast uns neuen Mut gemacht. Die prächtigen bunten Gewänder und die reich beladenen Schiffe sind längst verschwunden, aber wir sind noch hier und das aus gutem Grund. Solange wir den Bazar nicht aufgeben, ist die Hoffnung nicht verloren. Für unsere Heimat, die du so tapfer verteidigt hast, werden wir auch in Zukunft kämpfen. Oh, und keine Angst, ich habe keineswegs vor, dich einzig mit Lobliedern abzuspeisen. Hier, überbringe diese Nachricht meiner guten Freundin Momodi in Ulda. Ich wette, die hat genau die richtige Belohnung für eine fähige Abenteurerin wie dich. Okay, das mache ich aber gleich. Das mache ich gleich. So. Einmal... Ich lade euch erstmal kurz ein. So, bin gleich wieder da. Ich reiß noch mal kurz. Könnt ihr euch schon mal besprechen, wer was macht? Und ich geb kurz ab. Rauf, rauf, rauf. Immer schön die Treppe rauf. Hallo, Momodi.
Servus. Du hast etwas für mich? Was mag das sein? Ein Brief. Ein Brief, sagst du? Von wem denn bloß? Oh, von Kekipo. Was für eine schöne Überraschung. Lass mal sehen. Die Gute hat sich überhaupt nicht verändert. Als auf dem Silberbazar noch viel los war, habe ich sie oft besucht. Dann haben wir immer bis in die frühen Morgenstunden miteinander geplaudert. Meistens über Kerle, die wir gerade süß fanden. Kekipo gehört zum Bazar wie die Tafel zum Silber. Es gibt kaum jemanden in Ulda, der sie nicht kennt. Daher wundert es mich besonders, zu welch rabiaten Methoden die Grundstücksspekulanten greifen. Ein Glück, dass du dieses Mal das Schlimmste verhindern konntest. Nun ja, solange Kekipo für den Bazar kämpft, brauchen wir uns jedenfalls keine Sorgen zu machen. Dir wird das Örtchen schon wieder mit Leben füllen. Ich bin dir sehr dankbar, dass du meiner Freundin geholfen hast. Hier, das nutzt dir vielleicht auf deinen weiteren Wegen. Jo. Also. Hier, ein Schuhwein hoch, okay. Will ich wissen, was sie da gerade tut? Will ich das wissen? Ich sollte mir vielleicht einen Horror noch holen, was... Egal. meine Ausrüstung lässt nur Lizenz zu wünschen übrig. Jung. Warum musst du die Schildkröte stellen? Was macht die da? Müsst ihr jetzt gleich nur noch regeln, wer von euch der Heiler ist? Falls wir jetzt zwei Heiler haben. Ja, perfekt. Ich brauche immer Jahre, bis ich mich anmelde. Yay! Sestascha, wer liebt's nicht? Oh, hey! Wen gibt's danach? Endlich. Stufensteigerung. Das, was ich machen kann, ist jetzt... Oh Gott. Nice. Viel Spaß. Gönn dir. Ich hau einfach hier nur auf so ein paar Viecher ein. Ich hab ganze drei Tasten zu drücken. Mit einer viel zu schlechten Waffe. Okay. Es ist blau. Ich hoffe, ich kriege eine bessere Waffe. Ja, oder dezent unangenehm. Hätte halt noch die Klassenquest abgeben können. Egal. Jetzt falle ich nicht direkt um beim Kämpfen.
Die spannendste in der Welt. Nicht. Nicht so bald veranvisieren, bitte. Jetzt gerade da irgend so ein Glühwürmchen da hinten. Ein bisschen weit weg. Hallo, süßes kleines Tiger. Tatsi. Nein. Wenn ich mich gerade jetzt nicht erschreckt hab. Yay, Stufe 17. Okay. Gut, wenn wir zu aufgeben. War was? Nein! Alles gut, Shady. Alles gut. Ich weiß auch nicht, was das war. Was? Ah, das ist prima. Hm. Einfach durch das ganze Ding da geslidet. Ja, ja. Mit mir kann man es ja machen, ne? Mit mir kann man es ja machen. Solaria im hier. Okay. Ah, gehört die da, das ist ein toller Boss. Hast du das ja? Und Stufe 18. Das wäre das da, okay. Was so? Das so. Es geht auch für dich, wenn du aufziehst, absichtlich. Lass dich nicht verrecken. Oh. Ich? War da gerade was? Ich krieg schon wieder nichts mit hier. No.
Ich hab schon wieder nichts mitgekriegt. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie in das Tasche immer so einen Tunnelblick. Sowas kriege ich alles gar nicht mit. Außer ich bin selbst Heiler. Wenn ich Heiler bin, kriege ich es meistens notgedrungen mit. Ich habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe nur null drauf geachtet. Ich habe halt nur eine neue Fähigkeit gekriegt und dachte so, oh, was macht die? Und dann habe ich ganz dazu so geguckt. Okay. Ja, ich krieg nichts mit. Ich glaube, ich kann man heute sowieso vergessen. Ich glaube, das ist so nichts Neues. Geht das? Ah, das geht für alle. Also, okay, ja, es geht allgemein für mich. Ja. Nicht für den Gegner, sondern für mich. Oh, ich muss erst wieder in den Mönch, also in den Faustkämpfer reinkommen. Ich hab den so lange nicht. Ich hab den so lange nicht gespielt. Ich konnte den mal. Yay, nochmal Level up. Was bin ich jetzt? 19. Stufe 19. Wie viel brauche ich für die Klasse, für die Quest? 37. Ja, vielleicht mit noch einer irgendwie hinterher. Mal gucken. Mal gucken. Gut, und Klassenquests muss ich dann noch ein bisschen nachholen. Ja, vielleicht dann erstmal nach der Stufensteigerung. Erstmal die anderen Sachen. Hi. Ist was drin? Was denn? Ich hätte eine auch machen können. Der hatte heute Pause, der LB. Alter, Stufe 23, ernsthaft. So, hatte ich jetzt ein bessere... Ich gehe einmal ganz kurz mir mein besseres Dings da abholen. Das war jetzt nicht so viel besser, aber... Es sieht zumindest besser aus, als wenn ich mit Stufe 1 rumlaufe. Geht gleich weiter. Nur einmal kurz Waffe. Hi.
Das Annehmen mache ich dann gleich. Danach. Du hast es den Erdhexagon gezeigt. Gut gemacht, Adaria. Durch das Schlagen auf Stein und Erde hast du unbeugsame Waffen aus deinen Fäusten geschmiedet. Du bist ein unerschöpflicher Quell von Lebenskraft, Adaria. Ja, genau. Wie ich in meinen jungen Jahren. Das muss die verheißungsvolle Rekrutin sein, von der ihr mir erzählt habt. Nun, natürlich ist sie verheißungsvoll. Schließlich trainiert sie unter Anleitung der Götterfaust. Hey, typisch Meister Harmon. Adaria ist ich glaube, ich habe meine Assistentin noch nicht vorgestellt. Das ist Shushuto. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich mag zwar Meister Harmons Assistentin sein, aber ich habe noch immer viel zu lernen. Lass uns zusammen danach streben, unsere Kampfkunst zu meistern. Shushuto ist der Gilde kurz nach meiner Ernennung zum Meister beigetreten. Sie war meine erste Schülerin, genau genommen. Natürlich gab es da noch eine andere. Lass uns nicht in der Vergangenheit schwelgen, Meister. Wir waren noch gerade dabei, über die rosige Zukunft von Adaria zu sprechen. Dabei fällt mein... Habt ihr mein Gil von ihr erhalten? Meine Ausrüstung ist ziemlich mitgenommen und ich brauche die Gil für Reparaturen. Ja, die Zukunft von Adaria in unserer Gil ist in der Tat rosig. Wenn sie weiter so fleißig ist, wird sie eines Tages noch die nächste Götterfaust. Trainiere hart und werde stärker, wenn die Zeit reif ist. Habe ich eine weitere Lektion für dich. Der ist schon halb tot. Er mit seinem Husten. So, zumindest eine etwas bessere Waffe. Bringt mich in den anderen Kämpfen jetzt zwar nicht viel weiter, aber egal. So. Oh Gott, bis Halatali darf ich jetzt. Doch, hetz dich noch. Egal. So. Okay, das ging schnell. Das ging ebenfalls schnell. Och nö. Rena Aurenia. Hübsch. This is a future old man. Oh ja, ihr Schmeckenpfötchen. Oh ja. Die Eier sind köstlich. Jo, also Level 23. Bis 37 muss ich kommen. Na, vorerst würde auch 34, 35 reichen. Oh. Ich bin nicht umgefallen. Ich fühle mich so arm mit meiner Billigrüstung. Starke Rüstung für Arme.
Oh. Das Rot ist nicht gerade spannend. 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 4. Also wenn ihr zwischendurch ein Schnarchen hört, dann liegt es daran, dass es einfach nicht besonders spannend ist. Ah. Hallo Iron. Danke für die 20 Bits, die du mir ins Ohr geschrien hast. Weil es mega. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ja, Iron, ich bin wach. Ich bin wach und ich lebe. Wie geht's dir? Musst du mein Essen? Muss nicht sein. Muss nicht sein. Boah, nee, das passt schon. Mach grad Essen. Was gibt's denn bei dir? Was gibt's denn? Ich weiß so gar nicht, was ich esse. Ich weiß gerade nur, dass mir kalt ist. Und über. Yay, ich darf nichts machen. Stampflader mit Rahmsprung und Steak. Es gibt Lalas zum Essen! Ich mein Lalas gefuttert. Wo ist Suret? Wo ist Suret, wenn es mein Lalas zum Essen gibt? Nein, Iron und ich denke das Gleiche. Jetzt wird's unheimlich, Iron. Ich kann mein Brot essen. Ja. Wir haben eigentlich so viel zum Essen, aber ich weiß halt nicht, was ich davon essen will. Level 24. Ich weiß, dass ich meine Piccolinis morgen essen will. Vielleicht einfach Ravioli. Ravioli haben wir nicht auch noch. Oder ich lasse Fotos einfach ein bisschen Brot zubereiten. Ja, auch. Aber dazu muss Butchers erstmal zu Hause sein. Ich gehe mal davon aus, dass er schon auf dem Weg ist. Oder bald auf dem Weg, zumindest. Ich weiß es gar nicht genau. Ich habe geschrieben, dass er bald losfährt. Frage ist halt nur noch wann. Lass mich überraschen. Ich höre es ja, wenn der Hund Alarm schlägt. Dann höre ich es ja. Noch ist alles ruhig da oben. Was haben sie nur aus dem Boss gemacht?
Ja, was anderes. Aber sie haben ja mittlerweile viel verändert, ne? Auch in anderen Innis. Das meiste kenne ich ja noch gar nicht, was geändert wurde. Ich weiß, dass ihr es mir immer mal wieder gesagt habt, aber... Level 26. Ich habe noch eine Fähigkeit. Ohne AOE. Ja, OE, die ich aber noch nicht nutzen kann. Leider. Muss ich in diesem Inhalt. Ich muss ja nicht mal heilen. Nö. Nee, heilen muss man hier tatsächlich nicht. Das war mal.